Hallo und herzlich willkommen auf der Photo and Adventure in Wien. Hier bei dem Messestand bei Nikon wird uns der Herr Googler über die Z6 und die Z7 etwas mehr erzählen. Herzlich willkommen. Grüß Gott auch von meiner Seite. Ja, Nikon hat jetzt endlich für viele auch den Einstieg in das spiegellose Zeitalter geschafft. Und zwar mit dem großen Sensor. Nikon hatte schon vorher spiegellose Systemkameras, allerdings mit einem wesentlich kleineren Sensor. Jetzt haben wir auch den Sensor im Vollformat. Die Objektive, wie kann man die weiterhin verwenden? Ja, es ist, nachdem bei den Spiegelreflexkameras zwischen Objektiv und Sensor der Spiegelplatz finden muss, sind die Objektive weiter vom Sensor entfernt. Das heißt, wenn ich dieses Bajonett betrachte, ist der Sensor sehr nahe am Bajonett. Ja, wirklich kurzer Abstand. 16 mm, der kürzeste am Markt. Um Objektive konventioneller Bauart, F-Bajonett sagen wir dazu, montieren zu können, benötigt es nur eines Adapters, der das richtige Auflagemaß von 47,8 mm herstellt. Und somit sind auf den neuen spiegellosen Kameras alle Objektive von Nikon verwendbar. Aktuell, also bislang gebaut, sind das etwa 363 verschiedene Objektivtypen, die ich auf dieser Kamera verwenden kann. Die neuen Objektive, natürlich optimal ausgelegt auf diese Kameras, auf diesen kurzen Abstand zwischen Bajonett und Sensor, bieten wesentlich mehr Möglichkeiten einer Objektivkonstruktion. Das heißt, das Bild selber entsteht wesentlich näher am Sensor. Was bedeutet, ich habe neue Möglichkeiten in der Objektivkonstruktion, kann größere Bildkreise in meine Objektive implementieren. Das heißt, ich habe Objektive zur Auswahl in Zukunft, die wirklich auch bei offener Blende bis in die Ecken scharf sind, keinen Helligkeitsabfall haben werden, verdankt durch dieses neue Bajonett, das nicht nur näher am Sensor sitzt, sondern auch größer geworden ist. Das Bajonett dieser Kamera hat jetzt einen Durchmesser von 55 mm gegenüber 47 mm, die wir vorher hatten. Das heißt, größeres Bajonett näher beim Sensor. Das Objektiv sitzt näher an der Aufnahmefläche und kann so wesentlich besser auf das Aufnahmeformat hin optimiert werden. Zurzeit gibt es drei Objektive im Lieferumfang von diesem Z-Bajonett. Das ist dieses Standard-Zoom von 24 bis 70 mm. Dazu kommen noch zwei Festbrennweiten mit 35 und 50 mm. Es werden aber in den nächsten Jahren noch etwa 10 bis 12 Objektive zusätzlich passend zu diesem neuen Bajonett angeboten werden. Auch längere Brennweiten, auch längere Zoom-Brennweiten, auch höhere Lichtstärken. Dazu kommt ein neues Objektiv mit Lichtstärke 0,95. Etwas, was man einfach aufgrund des großen Bajonetts machen kann. SD ist auch möglich oder sind Sie beschränkt auf die? Wir sind beschränkt auf XQD, respektive CF Express, die in Zukunft kommen werden, die auf der Fotokina schon vorgestellt wurden, auch von Lexar. Das ist ein anderes Kartenformat als SD, etwas größere Karten, die aber auch etwas mechanisch stabiler sind. Für wen eignet sich welche Kamera jetzt rein preislich als auch technisch? An wen ist sie gerichtet? An und für sich haben wir uns vorgestellt, grundsätzlich die Z6 als Kamera, auch als Ergänzungskamera im professionellen Reportagebereich. Für Situationen, wo die Spiegelreflexkamera vielleicht störend sein könnte, durch den Spiegelschlag. Wo es leise sein muss, ob das jetzt bei einer Konzertsache ist, ob das bei einer Trauung etc. ist. Wo ich sage, ich will keinen Lärm verursachen. Und im Pressebereich deswegen die kleinere, weil die Datenmenge, die anfällt, bei der 24 Megapixel natürlich nicht so enorm ist. Die große mit 47, 45 Millionen Bildpunkte ist gedacht für den Detailverliebten.
Darunter fallen aber natürlich auch teilweise Profifotografen aus dem Bereich Naturfotografie, Architektur, auch Studiofotografie, wo es um Detailaufnahmen geht, Werbefotografie. Wobei man natürlich jetzt auch sagen kann, schreckt euch nicht vor der großen Auflösung. Die Kamera kann natürlich auch in geringeren Auflösungen fotografieren. Gut, dann sage ich danke für die ganzen Informationen und noch viel Erfolg am Stand und natürlich auch für die neue Serie. Ich danke vielmals für die Möglichkeit, die Kamera kurz vorzustellen.